ich nehme jetzt die aktuelle Szene auf. Das ist sehr gut. Ich dachte, dann wäre gerade ich streame. Boah, Alter. Ja, ein Lümmeltag, Abend, Morgen. Ich lümmel gerade ein bisschen hier auf dem Stuhl rum. Ist in Ordnung. Sonntag. Hallo, Lümmeltag. Meine Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich begrüße euch zu einem neuen Vlog. Wie soll ich das Ganze anfangen? Schwierig. Ihr habt in den letzten zwei Tagen, wer ein bisschen aufgepasst hat und wer dabei war, mitbekommen, dass ich so, ja, kleinere Problemchen habe. Ich hoffe, dass diese Probleme in den nächsten Tagen und Wochen aus der Welt geschafft werden. Wir hatten am Mittwoch zum Beispiel überhaupt keine Probleme mit Streamlabs OBS, wie genau die Wochen vorne dran auf YouTube zu streamen. War gar kein Problem. Am Freitag, Streamlabs, ich connecte nicht. Ich so eh selber einstelle, wie die ganze Zeit connecte. Just YouTube gibt keine Antwort. Ich sag bitte was? YouTube gibt keine Antwort. Ich sag, Junge, dieselbe Einstellung wie die ganze Zeit. YouTube gibt keine Antwort. Chef, nix wisse. Ich sag, jo, die ist in Ordnung. Okay, dann habe ich dann gesagt, in Ordnung, pass auf. Machen wir es anders. Habe ich über die Webseite gestreamt. Um wenigstens zu erklären, dass ich da bin. Dass ich auch an euch gedacht habe. Und habe nebenbei versucht, OBS umzustellen. Da habe ich gesagt, okay, gut, ich logge mich aus YouTube. Ich war ja mit Twitch eingeloggt. Aber habe mich anders. Dann habe ich gesagt, okay, man kann sich auch mit YouTube einloggen. Okay, logge ich mich mit YouTube ein. Auch nichts. Okay. Ich habe gesagt, irgendwie muss doch dieser ganze Schrott hier funktionieren. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Okay, komplett ausgelockt. Versucht so zu streamen. Ging auch nicht. Ich habe gesagt, Kinas, das muss doch irgendwie machbar sein, wieder einen Stream auf die Beine zu stellen. Warum geht denn das heute nicht mehr? Einstellungen umgeguckt, alles gleich. Also ich habe nichts geändert. Gut, Firefox ist upgedatet worden. Also einige meiner Browser sind upgedatet worden. Aber das hat ja nichts mit dem... Die Streaming-Software greift ja auf den Server von YouTube zu. Nicht auf meinem Browser. Ist ja Quatsch. Aber, ja. Habe ich XSplit, was ich jetzt gerade momentan nutze, heruntergeladen. Problem an XSplit. Ich kann nur aufnehmen in einer... ich kann nur streamen in einer Auflösung von 480p. Mehr geht nicht. Gibt XSplit nicht her. Warum nicht? Klar, XSplit gibt mehr her, das geht schon. Aber ich müsste dann die Premium-Version holen für 3 Monate, a 15 Euro. Jetzt habe ich aber mitbekommen, dass YouTube dann hingeht und sagt, ja gut, wir machen dann einen Stream auf. Also, ich erkläre mal, wie das bei OBS funktioniert. Das muss ich wieder, ich gehe nach vorne, also muss ich wieder nach vorne. Kamera, ich brauche irgendwann noch so eine. So, also, pass auf, Kaffee zur Seite. Jetzt erklärt, Papa erklärt. XSplit OBS bei Twitch, gar kein Problem. Du machst XSplit OBS auf, drückst auf Streaming, du streamst, du beendest den Stream, der Stream ist aus. Du benutzt Streamlabs OBS. Du benutzt Streamlabs OBS für YouTube. Du musst zuerst auf YouTube den Stream starten. Dann musst du die Software starten. Dann streamst du. Dann beendest du die Software und dann beendest du den Stream auf Twitch, auf YouTube. Ich sage, das ist in Ordnung. Okay. Dann habe ich hier XSplit OBS XSplit benutzt. Ich muss so aufpassen, ich versuche die immer miteinander zu kombinieren. Man merkt es, ne? Da habe ich hier XSplit genutzt. Ich sage, okay, pass auf. Ich streame von hier. Oh, er braucht nicht die Webseite von YouTube. Ich mich gefreut. Klasse, wunderbar, läuft einwandfrei. Ich mache den Stream hier aus. Mach den Computer aus. Gehe ins Bett. Denke so.
streame noch. Was? Computer aus? Ich streame noch. Was? Ich wieder zurück, Computer hochgefahren. So, Entschuldigung, musst du kurz den Cut setzen, jetzt habe ich vergessen, wo ich bin. Also, bin dann an den Rechner wieder gegangen, Rechner wieder hochgefahren, auf YouTube gegangen. Denke, komisch, hier geht nirgendwo. Dann ist unten, ich glaube im Verlauf heißt das Ding. Und da sind meine Livestreams, die ich gemacht habe, über die Website. Aber da ist auch der Livestream drin, den ich über XSplit gestartet habe. Und da muss ich auf diesen Livestream gehen und muss diesen Livestream beenden. Anders geht's nicht. Sonst stream ich 24/7 und weiß es nicht damals. Okay, wir werden das folgendermaßen machen. Ich habe dann wirklich überlegt, dass ich, ey, Alter, das kann nicht sein. Ich gebe jetzt einfach mal Streamlabs OBS nächste Woche wieder eine Chance am Mittwoch. Und hoffe, dass es dann wieder funktioniert. Wenn es dann wieder funktioniert, weiß ich das am Wochenende. Viele haben gesagt, das war wegen den Unwettern. Unwetter ist nicht dafür verantwortlich, dass mein OBS nicht sich connectet. Glaube ich nicht. XSplit connectet sich. OBS connectet sich nicht. OBS mag nicht. OBS sagt nein. Computer sagt nein. Also ich denke nicht, dass das Unwetter daran schuld ist, dass XSplit funktioniert und OBS nicht funktioniert. Hm. Gut, wir versuchen also am Mittwoch wieder das Ganze zu machen. Drückt mir die Daumen, dass es funktioniert. Ich muss jetzt ganz kurz noch gucken, weil ich möchte auch gleich ein bisschen auf die Kommentare noch eingehen, die jetzt in der letzten Zeit gemacht wurden. Ich danke vielen Leuten, die mir jedes Mal in die Kommentare schreiben. Ich danke vielen für eure Likes, auch für die Dislikes danke ich euch. Sehr weiß, für die Dislikes werden gedankt. Ja, Dislikes sind Likes und das akzeptiert YouTube. Ich habe eine hohe CPU-Auslastung, wenn ich einen Browser aufmache. Respekt. Respekt. Ich habe eine hohe CPU-Auslastung, wenn der PC, wenn der Browser auf ist. Also, super. Okay. Muss ich nicht verstehen. Gut. Ich habe dann unter verschiedensten Dingern das Geile ist, muss ich jetzt auch noch erklären, XSplit schafft es, meine Kamera hier viel besser, also ich habe manchmal auch schon ein sehr erhelltes Gesicht, schon klar, aber XSplit schafft es besser, mein Gesicht zu beleuchten, was ich nice finde. Dann schafft XSplit es, die Audio von meinem HDMI-Grabber abzugreifen, ohne dass ich extra irgendwie eine neue Quelle angeben muss, was wiederum bedeutet, dass ich jetzt, ich habe ja, ich muss erklären, wenn ich mit Streamlabs OBS aufgenommen habe, gestreamt habe, musste ich jedes Mal den HDMI-Grabber, aufpasse, als externe Audioquelle wieder angeben in der Szene, in der Szene, wo ich gerade bin. Also wir haben ja die Szene und dann haben wir die Quellen. So, in der Quelle musste ich nochmals in den Einstellungen als externe Musikquelle den Grabber angeben. Rede. Da habe ich gesagt, das ist mir zu blöd. Weil wenn ich das angebe, fangt bei OBS an Fiepen im Ohr. Dann habe ich ein Fiepen im Ohr. Warum? Weiß ich nicht. Ihr hört das zum Glück nicht, aber ich habe dieses Fiepen im Ohr. Habe gesagt, okay, ich versuche das Ganze zu umgehen. Habe mir einen Klinke. Moment. Cinch. Das muss ich gerade gucken. Ja, Technik-Partool. So, einen Klinke-Cinch-Adapter gekauft. Den habe ich noch zu Hause gehabt. So, habe den da angeschlossen, habe den da über Line-In und habe das dann alles ausgeschalten. Und dann hat das funktioniert. Aber mal war die Musik zu laut, mal war die Musik zu leise.
Mal hat es funktioniert, mal hat es nicht funktioniert. Und man hat in den letzten zwei Livestreams, in dem letzten Livestream, in dem vorletzten Livestream mitbekommen, dass im Hintergrund Rauschgeräusche waren ab und zu. Wenn man ganz genau hinhört, hört man Rauschgeräusche. Das ist, weil dieser Stecker, wenn der in der Line-In ist, Störgeräusche mit irgendwo verursacht. Keine Ahnung warum. Ist aber so. Gut. Okay. Also XSplit schafft es, meine Audio abzugrappen. Finde ich ganz nice. Okay, habe ich gesagt, also XSplit hat da schon tierische Vorteile. Nachteil ist, ich streame bei XSplit OBS, bei Streamlabs OBS, aber streame ich mit fast 720, wenn ich Glück habe. Und YouTube das auch wieder gibt. YouTube überträgt nicht immer mit der kompletten Qualität. XSplit wiederum nur mit 480. Dafür habe ich aber auch keinerlei Probleme. Und ich denke, 480 sind okay. Für StarCraft Original ist es okay, für C64 ist es okay, für Stronghold wird es okay sein, solange es keine HD- und Remastered-Patches sind, würde ich sagen, ist alles okay mit 480. Man kann es sich angucken, es ist nichts, was ich sagen würde, oh Gott, man kriegt Augenkrebs, weil ich selbst 360, ich gucke in meinem Bett meine Streams auf dem Smartphone mit 360 P I X, also mit Pixeln. Aber trotzdem, es geht halt einfach nur, es läuft halt und ich sage, das ist okay. Und wie gesagt, C64 in 1080, ja gut, mein Konverter überträgt irgendwie das Signal mit 1080. Trotzdem, was ihr kriegt, ist eigentlich, finde ich, okay. Finde ich total in Ordnung. Ja, so. Deshalb habe ich überlegt, wie machen wir das jetzt in Zukunft? Und zwar, sollte ich die nächste Woche aus Gründen, die ich nicht weiß, immer noch und schon wieder diese Drecksprobleme haben mit Streamlabs OBS oder mit XSplit. Ich meine, ja, ich weiß ja jetzt, dass ich im Hintergrund den Browser aufhaben muss, damit ich den Stream am Nachhinein extra nochmal beende. Ich kann ihn von hier, von XSplit starten, muss ihn aber auf der YouTube-Seite beenden. Wie gesagt, Gaga, aber egal. Kann man sich vielleicht dran gewöhnen. Das sind so Umstände, wo ich sage, okay, das ist der Preis, den man für kostenloses Streaming bezahlt. Weil, nochmal, YouTube verlangt von mir kein Geld und sagt, hier, ich will, dass du die Plattform nutzt, pro Monat 50 Euro haben oder so. Das ist ja, was wir so Gacker sind. Wir wollen das ja alles kostenlos nutzen, wir wollen das alles kostenlos verbreiten, darf keinen Cent kosten, aber soll komplett funktionieren, dass das Ganze im Hintergrund natürlich auch technisch braucht, dass das im Hintergrund die Server braucht, dass das Ganze gewartet werden muss, dass da Jobs hinten dran hängen. Das haben viele Leute manchmal nicht im Kopf, die sagen einfach, das ist eine kostenlose Plattform, die will ich nutzen, Feierabend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bis 2005 habe ich es auch ohne YouTube geschafft. Und ich würde es auch nach YouTube, ohne YouTube schaffen. Weil ich würde mir auch keine, ich habe auch schon oft angeboten bekommen, geh doch dann auf Plattform XY und so. Nein, ich war auf Zipcast, Zipcast ist gecrashed, ich war auf Widme, Widme ist gecrashed, ich war auf so vielen Seiten. Dailymotion hat sich nach und nach abgeschalten, also na, Dailymotion existiert noch, keine Angst. Aber Dailymotion hat keine Kommentare möglich, keine Likes möglich, man kann den Leuten nicht privat anschreiben, etc. pp. All diesen Quatsch. Okay, wir gehen mal auf Kleinisch. Ich werde jetzt auch jetzt, muss ganz ehrlich sagen, ich werde auch die Kommentare nicht alle vorlesen, sondern ich werde hier Stichpunkte halt die Kommentare rauskramen, weil da schon einige Kommentare gesetzt wurden. Viel in letzter Zeit von DJ Sid und dem lieben 8-Bit-Flo. Danke, mein Lieber, dass du mich gefunden hast. Ah. So, wir gucken jetzt mal ganz vor 3 Stunden. Hat der Liebe, also das war dann, wir haben jetzt 5:27 Uhr. Ungefähr hat der Liebe 8-Bit-Flo geschrieben zu der Digital, zu Weihnachten 2011 Re-Upload.
Sah so aus, als ob die DT als Chef mal gab. Ja, die wird heute gelegentlich auch noch. Ich habe die Hefte, ich habe jetzt nicht nach den Heften gesucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was ich machen kann, wir haben ab und zu mal so kleine Gimmicks bei der Digital Talk, wie zum Beispiel den Quick Load. Auch ganz nice. Mit Diskette allem drum und dran. Ja, es sind halt manchmal schöne Dinge dabei bei der Digital Talk und meistens versucht man noch ein kleines Faltblatt dabei zu machen, was ich geil fand. Und die haben auch früher, wie gesagt, ein Heft gemacht, was ich ganz nice. Aber nicht wundern, wenn du mal einen Kommentar, was? Werde deine Videos mal alle nachholen. Oh, da hast du viel zu tun. Also nicht wundern, wenn mal ein Kommentar kommt. Nee, wundern tue ich mich nicht. Alles klar. So, dann haben wir, ja, wie gesagt, der StarCraft-Stream ist gestern eigentlich auch nicht oft angeguckt worden. Wie gesagt, wenn ich C64 mache, werden viel mehr Leute gucken das an. Und das wird auch, glaube ich, in Zukunft auch mein Content sein. Und wenn die nächste Karte, der Zerg, nochmal so schwer ist wie die letzte Karte, dass ich wirklich nur mal cheaten muss und ich weiß, diejenigen, wo ich sage, ach, Alter, der cheatet. Ja, tut mir leid. Dann gehen wir mal ein bisschen runter. Wie gesagt, der 8-Bit-Flo hat mir eine ganze Menge Kommentare geschrieben. Der Crowdguy hat mir geschrieben, ach, gab es noch einen Stream? Ende gut, alles gut. Gab es doch noch einen Stream, so rum. Dann nochmal, die wechseln zu einer Plattform, wo ich sage, das mache ich nicht. Dann haben wir hier noch von meinem lieben Andira, der hat nochmal schön bei Maze of the Mummy geschrieben. Ich muss heute auch noch ein Part Maze of the Mummy hochladen. Ich weiß nicht, wann er kommt. Ich muss ihn zuerst noch rendern. Patrick, gut gespielt. Wie toll gespielt. Die Daumen hoch von mir. Bitteschön, Dankeschön. Ich muss unbedingt auch mal in dieses Game setzen. Das ist richtig nice. Vor allen Dingen, dass das. Ich habe schon Muskelkater, also das ist Wahnsinn. Ja, ich weiß, wo soll Muskelkater sein, wenn da nichts ist. Ach so, muss nur ganz kurz unterbrechen. Der Stream gestern. Ich habe nur die Szene gewechselt. Auf einmal war XSplit aus. Auch geil. Also wie gesagt, wenn diese Probleme öfters auftauchen, dass ich bei zweimal Szenen wechsle, dann auf einmal der Stream beendet wird und dann höre ich mit dem Streamen auf und das Ganze wird nur noch via Uploads gemacht. Das heißt also, da werden wieder die World of Dismakes kommen, es wird wieder C64 First Looks kommen, etc. pp. Wir gucken uns das Ganze mal nach und nach an. Ja, gut gespielt vom lieben Hawk, Dankeschön. Der DJ Sid, der ist ein richtig nicer Typ, weil das Schöne an der ganzen Sache ist, er ist beim Livestream dabei. Und schreibt schön in die Kommentare. Und dann guckt er sich den Livestream wieder an, was ich auch ganz nice finde. Dankeschön. Und schreibt nochmals in die Kommentare. Also er schreibt in die Kommentare, er schreibt in den Chat während dem Stream und schreibt später nochmal in die Kommentare nochmal dazu. Ganz nice, Dude. Dankeschön. Der, hallo, du hast, es gibt noch andere Sachen als nur mich. Ja, zu das Auge Dagons vom lieben Konsolendoc. Cooles Spiel. Finde ich auch. Lieber Eggert, man findet dein Spiel geil. Der Zeintmeier, ja, die SD2IC, ja, dann ging es um die SD2IC, dass sie nicht funktioniert. So, Bums. Ah, jetzt habe ich hier Kabelsalat. Das war schlecht. So, jetzt. So. Es geht um Folgendes zu der SD2IC hier, kann ich mal ganz kurz sagen. Das ist meine SD2IC. So sieht die Hülle generell aus. Ist, soweit ich weiß, eine Eigenproduktion. So, und es geht um dieses grüne Kabel. Da ist ein grünes Kabel. Da. Jetzt hat das sich verduddelt. Hier ist ein grünes Kabel. Das war hier oben irgendwann mal dran gewesen. Ich weiß nur nicht wo. Und das ist hier an diesem Stecker angeschlossen und ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wo das hinkommt. Ja, ich habe auch schon eine ganze Menge Vorschläge auf Twitter bekommen. Dankeschön dafür.
Der liebe Tomaniac, achso, herzlichen Glückwunsch nachträglich so übrigens. Ja, der hatte, ich glaube, gestern war es gewesen, Geburtstag. Dankeschön. Nee, Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt habe ich es. Er dreht das durch. Kaffees. Ich muss es in dem Kaffee essen, ich weiß auch nicht. Das mit der Mucke kenne ich total gut. Ja, wir hatten ja darüber geredet, dass ich gesagt habe, dass ich während dem C64-Spiel im Hintergrund immer andere Musik laufen ließ. Heute, wenn Musik bei C64-Spielen dabei sind, dann höre ich mir die Musik natürlich von den Spielen an. Wenn keine Musik dabei ist, dann mache ich das immer noch so, dass ich hingehe und immer im Hintergrund irgendwie Musik laufen lasse. Wenn das Spiel nicht so irgendwie schon interessant genug ist. Tennis Manager könnte ich stundenlang spielen ohne Musik im Hintergrund. Wahnsinn. Das ist ein kein großes Game. Tennis Manager. Wahnsinn. Der erste Teil, nicht der zweite. Ja, wo ist hier die Pyramide? Was ist denn hier los, Alter? Yes, Marei. Hier überschlägt sich momentan YouTube gerade momentan. Lela, schönen Vatertag. Ja, danke schön übrigens. So, nun ist das wird schon ganz schön haarig, ja. Tibus hat geschrieben, dann der Sven Markus hat geschrieben zum Vatertagsstream. Schönen Grüßen von mir zu dir. Dankeschön. Wenn du heute deinen Livestream nachschauen, den ich letztens ja verpasst habe. Kein Problem. Kann man ja machen, dafür sind die ja auf YouTube verfügbar. Das ist das Gute an YouTube, dass man sagen kann, es bleibt auf YouTube. Also bei Twitch ist es so, wenn man Livestreams macht nach 14 Tagen, also wenn man sie speichert, dauerhaft, sind sie nach 14 Tagen weg. Wenn man die Option dauerhaftes Speichern wegmacht, wird die Videos überhaupt nicht gespeichert. Auch geil. Bei YouTube sind sie wenigstens komplett auf dem Server. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nur so ein paar Kommentare rausgekramt. Und da der Patrick jetzt irgendwo hin muss, wo der Kaiser immer zu Fuß hin dackelt, würde ich sagen, fange ich langsam an, mal aufzuhören. Also nochmals, heute wird noch kommen Maze of the Mummy. Ich habe jetzt nur noch die Intros von den ersten zwei, drei Parts, weil jedes Tour neues Intro zu erstellen. Ehrlich gesagt, da fehlt mir die Lust dazu. Bin ich ganz ehrlich, da fehlt mir die Lust dazu. Wäre zwar nice, aber im Großen und Ganzen ist es ja immer dasselbe. Es ist dasselbe Spielbrett. Es sind halt immer nur andere Wände. Ab und zu wiederholen sich sogar. Das kriegt man ja mit. Bei zwei, drei Pyramiden hat man das gesehen, dass sich Level auch wiederholen. Deshalb, also da wird sich auch das Intro auch wiederholen, etc. pp. Deshalb habe ich gesagt, komm, wir holen die ersten drei Intros. Das ist in Ordnung. Und dann arbeite ich das Ganze durch. Also, heute kommt noch Maze of the Mummy. Und der Vlog heute. Dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns spätestens am Mittwoch wieder. Das bedeutet am Montag und am Dienstag kommt ja vorerst mal nichts. Obwohl ich jetzt überlegt habe, ich habe ja so zwei Collection-Videos schon angefangen zu machen. Ich wollte eigentlich auch ein Intro dazu vorne dran prabbeln, aber ich habe gesagt, okay, komm, lass es. Ich glaube, wir machen das ganz anders. Ich lade die einfach ohne Intro hoch. Wie früher halt und zeige euch meine Sammlung. So, und dann würde ich sagen, das war's. Wünsche euch einen schönen Sonntag und bis dann, euer Patipatool. Bye bye.